Hey, willkommen zurück zu Let's Play Skyward Sword HD. Heute wollen wir nach Elden aufbrechen, aber wie ich schon jetzt ausgelöst habe, haben wir noch eine Quest. Oh, ich mache mir solche Sorgen. Sie hat uns immer eine Flasche mit Medizin dabei, falls ihr Vogel sich verletzt. Und heute hat sie vergessen. Meine Schwester wollte sich diese bunte runde Insel ansehen. Das heißt, sie müsste irgendwo im Südwesten sein. Alles klar. Bitte such meine Schwesterchen für mich, Anuka. Mache ich. Bunte Insel. Das Ding ist, man kann die Karte leider nicht anschauen. Aber ich schätze mal, dass die Insel da hinten gemeint ist. Weil die sieht nicht bunt aus, aber... ich schätze mal, dass es die sein wird. Also mal schauen. Jetzt habe ich hier die große Karte. Da ist der bunte Insel. Die Roulette-Insel müsste das sein. Okay, dann ist sie vielleicht hier irgendwo abgestürzt auf irgendeine andere Insel. Das kann ich mir gut vorstellen. Da weiß er. Ist das auf Octorox? Das heißt, ich bin die Roulette-Insel. Aber wenn man hier abstürzt, dann fährt man doch runter. Oder konntest du doch auf der Insel notlanden, da unten. Oh no, ups. Kann ich nicht absteigen? Ist das L, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Nein, wie steige ich denn ab? Mit ZR! Ich habe die ganze Zeit ZL, ich wundere, dass ich es nicht ab in den Krieg abzusteigen. Nice. Ach, sie ist die Schwester. Wenn es nicht ein Luca ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogel hat sich bei unserem Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Irgendwie konnten wir hier zur Not landen, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann allerdings sowieso nicht weg, bevor ich seine Verletzung versorgt habe. Und dafür brauche ich Medizin. Und zwar keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Kannst du mir bitte Vogelmedizin bringen, Yanuka? Yes. Danke, du bist ein Lebensretter. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder. Geh zu ihm. Bestimmt macht er sich schon Sorgen und wartet auf dem Dorfplatz des Wolkenhorts auf mich. Oh, du hast schon mit ihm gesprochen? Dann macht die Sache, das macht die Sache einfach einfacher. Mein Vogel und ich warten hier. Wir verlassen uns auf dich. Danke. Alles klar. Dann mal schnell zurück. Die Quest ist ein bisschen lame, weil man halt einfach nur zurück muss die ganze Zeit. Aber okay. Dafür hatten wir ja schon die coole Quest mit Cookie. Und irgendwie kann ich nicht runterfliegen. Mein, bin ich gerade links dran? Jetzt. Rechts dran. Jetzt hab ich's. Kann ich hier vielleicht irgendwie noch rein? Ja, nice. Ah, man kann auch mit Steuerkreuz nach unten absteigen. Warum auch immer ich es gerade ausprobiert habe. Aber egal. Gut, ich habe noch einen Platz frei in der Tasche, also müsste es passen. Was? Du hast mein Schwesterchen gesehen? Ihr Vogel ist verletzt, so kann ich nicht mehr fliegen. Oh nein, bring ja schnell das hier. Diese Pilzsporen sollten ihrem Vogel helfen. Du hast Pilzsporen erhalten, sie stammen von einem gigantischen Pilz. Mit ihnen kannst du die Verletzungen des Vogels heilen. Damit geht es ihrem Vogel bald besser. Und er kann auch aus eigener Kraft nach Hause fliegen. Bring den Tank zu meinem Schwesterchen. Die leeren Flaschen kannst du dann behalten. Ich verlasse mich auf dich, Yanuka. Nice. Ich hab doch gepfiffen. Ach, ich muss hier abspringen, oder? Hey, lol. Pass ein bisschen besser auf. Was hast du eigentlich in der Schule gelernt? So wirst du nie zum Ritter. Alter. Asozialer Everest. Ich bin, glaube ich, einfach an der falschen Stelle abgesprungen, weil hier kann ich pfeifen. Warum konnte ich nicht pfeifen gerade eben? Vielleicht lag es daran. So, ich stehe am besten nicht hier durch. Nice.
Und da ist sie auch schon. Nice. Ah, Pilzsporn. So ein Glück. Du hast Medizin mitgebracht. Ja. Danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Es wird ihm gleich besser gehen. Oh, das ging aber schnell. Oder ihr Vogel aus dem Zopf. Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinem Vogel und mir das Leben gerettet. Tausend Dank. Kriege ich jetzt 1000 von den... Ja, wie denn? So viel bin... Ach, 5, okay. Ich will die Güte erhalten. Nice. Hilfst du einem Menschen, so erhältst du 5 davon. Schon haben wir 12. Aber ich glaube, dass wir noch welche bekommen. Wir machen es dann auf den Rückweg. Man sieht sich im Dorf. Ich glaube, man bekommt noch mal welche, wenn man mit ihrem Bruder redet. Das würde ich gerne noch ausprobieren. Nach unten. Was sind diese arroganten, Was sind die überhaupt Ritter? Du kannst dich beschweren, dass ich richtig als Ritter bin. Egal. So, oh mein Gott. Nice. Januka, mein Schwesterchen ist hier da. Ich hatte mir schon das Schlimmste ausgemalt. Ich bin so erleichtert. Danke, Januka. Gerne. Und jetzt haben wir 17. Ich glaube, wir haben jetzt 15. Haben wir schon mehr als 15 auf jeden Fall. Und ich glaube, man kriegt eine neue Belohnung auf jeden Fall dann. Vom Mossego. Das würde ich gerne noch ausprobieren. Dann geht es wirklich nach Elden. Hat er alles nicht in das Part mehr reingepasst. Aber dafür können wir es jetzt schon erledigen. Nice, kommt noch schnell runter. Dann springe ich gleich einfach hier ab. Muss ich gut switchen. Du hast wirklich viele Juwelen der Güte für mich gesammelt. Ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oha, danke. Noch 3 weitere fehlen mir. Ich brauche leider noch mehr Juwelen der Güte, um endlich ein Mensch werden zu können. Bitte sei so gnädig und hilf mir noch ein wenig mehr. Gerne. Wie viel willst du haben? Sagt er das. Ach, ich würde so gerne ein Mensch sein. Bitte sammle noch mehr Juwelen der Güte für mich. Komm wieder zu mir, wenn du so 30 hast. 30, alles klar. Mal schauen. Ich denke, ich werde auch demnächst nach Elden. Danke, dass es geklappt hat. Ja, wollt aber, die wissen ja eigentlich, wo ich bin. Also, wo Mossego wohnt. Ja, sorry, ich dachte, ich kann ja abspringen. Oh, wollte nach oben fliegen, aber es ging nicht, oder? Schade. Es geht immer noch nicht. Es kann doch nicht sein, dass es nicht geht. Och, sei einfach leise. So. So, da kann man gut schnell hochspringen. Eieiei, ab nach Elden. Wait, stopp. Ich raste aus. Warum kann man da nicht abspringen? Muss man wirklich von diesen Brettern abspringen? Ja, ich hab's gecheckt. Ich bin Loser. Ich sollte mehr zur Ritterschule gehen. Das lasse ich in Ruhe. So. Jetzt aber. Nach Elden. Jetzt auch eine Insel noch mit dem Turm drauf. Aber schauen wir uns alles dann wieder an, sobald wir mit Elden fertig sind, erstmal. Danke dafür. Okay, nicht schlimm.
die auch relativ schnell so runterfliegen. So, schon wie es da aussieht. Das ist schon ein bisschen Lava. Let's go. Nice. Gebiete, ich habe dir etwas zu berichten. Der Ort ist der Vulkan Eldin. Ein noch sehr aktiver Vulkan. Alles klar. Vulkan Eldin. Dieses Gebiet besteht zu 65% aus Lava und ist voller Kreaturen, die sich an das Feuer gewöhnt haben. Ich empfehle auf Gegenstände aus Holz sowie deine Kleidung besonders Acht zu geben. Meine Kleidung kann verbrennen? Falls du in Brand gerätst, würde eine Rolle oder eine Bobattacke das Feuer vermutlich löschen. Danke für den Tipp. Dort oben sind wir jetzt. Alles klar. So. Da habe ich schon die erste Vogelstatue, die will ich kurz aktivieren. Perfekt. Da habe ich schon den ersten Chuchu. Sah dann ein Feuer-Chuchu aus. Alles klar. Dann mal los. Wo soll ich zuerst hingehen? Ich würde sagen, oh, ein Goddess Cube. Sehr wichtig. Nice. Haben wir direkt neue Truhen dann im Wolkenhort. Nice, jetzt hier lang. Oh no. Nice. So. Ah, okay, da kann ich schon nicht lang. Da brauche ich Bomben zu. Ich habe schon gesehen, das ist ein Marienkäfer. Hab ihn. Du hast einen Magmarienkäfer gefangen. Angeblich färbt sich dieses Insekt rot, wenn man es mit Erz füttert. Ist er ruhig und bewegt sich kaum. Das ist schon rot, das hat es gerade erst gefressen. Alles klar, nice. So, fast nicht, dass ich noch in die Lava falle. Ich weiß nicht, ob man instant stirbt, aber ich denke schon. Gehen die unter? Nee. Alles klar. Oh no. Ah, die sind lieb. Halt, halt, halt. Ich lasse nicht zu, dass du unsere Revier hier verwüstest. Moment. Hey, Fairy, das sieht nicht so aus, als würde er zu den roten Kern gehören, oder? Ja, ja, kann schon sein. Aber muss er uns so erschrecken? Nichts für ungut. Aber derzeit reiben sich in unserem Revier ganz schön viele ungebetene Gäste herum. Deswegen liegen wir hier auch im Hinterhalt, um es den Kerlen mal ordentlich zu zeigen. Ha, gerade hast du noch vor Angst gezittert. Wenn du hier auch nach Schätzen suchst, nimm dich auf jeden Fall vor den roten Kerlen in Acht. Mach ich. Ich dachte, ich werde Gegner. Was sind das eigentlich? Skoronen sind es ja nicht. Es gibt ja sonst schon normale Skoronen. Wo sind wir da? Herabhängen. Okay, nice. 20er. Alles klar. Was sind Feuerfederweißer? Wie auch immer die hier heißen. Oh, die Lava steigt! Oder? Ja. WTF, da gibt es irgendwas zu entdecken wahrscheinlich. Oh, jetzt kann ich aber nicht darüber springen, oder? Ich glaube nicht, da muss ich hier warten. Alles klar. Oh,
Oh, da muss ich warten. Alles klar, dann weiß ich jetzt Bescheid. Das war knapp. Aber alles passt. So können die leider keinen Drop droppen, wenn die halt in die Lava fallen. Vielleicht. Ah, der? Ach, schade. Ist doch gut gedroppt, aber bringt mir nichts. Bomben. Ja, ich habe ich noch nie gesehen. Ja, gehörst du etwa zu diesen roten Kerlen? Nö. Du siehst auch anders aus. Ja, du siehst eindeutig anders aus. Was führt dich hierher? Bist du wegen der Donnerblumen hier? Was ist das? Das sind Donnerblumen. Die wachsen hier in der Umgebung. Sie sind ziemlich gefährlich. Hebst du sie auf, dann musst du sie werfen, dann explodieren sie in der Hand. Aber wenn man weiß, wie man sie einsetzen muss, sind sie toll. Wie Mogma nutzen sie... Wie Mogma nutzen... Ach, Mogma seid ihr! Du kannst sie wie Krüge werfen oder rollen. Also schnapp sie dir doch mal und probier's aus. Kann es sein, dass du nicht weißt, wie man was wirft oder rollt? Doch, natürlich weiß ich das. Natürlich weißt du das. Man kann Objekte hochheben und dann werfen und nach unten halten. Dann rollen, das ist doch ganz sonnenklar. Ja, ja. Aufheben und jetzt werfen. Alles klar, ich würde sagen, ich springe mal alle Wege frei. So rollt man, alles klar. Rollen wusste ich tatsächlich noch nicht. Oh, ein Riesen-Chuchu. Oh, Schande. Oh, verdammt. Den doch. Und nächstes hat er gedroppt. Eieiei. Ah, da muss ich auch freispringen. Muss was reinrollen. Hallo. Roll doch. Warum rollt das denn nicht? Ach, schon frei, okay. Alles klar, da muss ich werfen. Nice, dann ab nach oben. Weil oben sieht es nicht aus, als ob hier noch irgendwas Besonderes wäre. Alles klar. Dann geht's jetzt in den Weg entlang. Das ist kurz noch in das Haus von ihm. Da hat er zwei Käfer. Beide gleichzeitig. Alles klar, nice. Da hat er noch irgendwas. Okay. Kann man die auch rollen? Ja, wie kann man denn... Achso, kann man rollen, okay. Ja, keine Ahnung, ich check das Rollen nicht so ganz. Das klappt irgendwie nicht so bei mir. Ja. Oh, alle drei gleichzeitig. Alles klar, neuer Speicherpunkt. Das sind Blumen. Wow! Das habe ich nicht erwartet, ehrlich gesagt. Obwohl, eigentlich ist schon klar. Oh, noch ein Fremder, der nicht zu den roten Kernen gehört. Erst vorhin ist ein seltsam gekletterter Mensch ins Loch geklettert. Zelda. Glaubst du, es könnte deine Freundin gewesen sein? Lass mich nachdenken, wie sah dieser Mensch noch gleich aus? Keine Ahnung. Aber warte mal, doch. Also, er war schwarz gekleidet. Mir kann ich nicht sagen. Das ist nicht Zelda. Wie? Gut, Zelda kann doch nicht so weit springen. Oder ich weiß ja gar nicht. Kann doch sein. Ah, da muss ich die Bombe reinwerfen. Ah, da hinten ist eine Kiste. Aufheben und rollen. Ah, jetzt habe ich rollen gut ganz gut hinbekommen. Nice.
Du musst schon langsam rangehen. Alles klar. Erstmal die Kiste. 20er. Ah, vielleicht kannst du mit dem Käfer nochmal reinfliegen. Weil oben ist ja das Herz, sieht ja nach Käfer aus. Weil du mir ja auch jetzt benutzt werden würde. Oh, was? Ich gehe gegen den Käfer, also gegen den Schädel. Das ist klar, da muss ich besser aufpassen. Oder ich kann allgemein nicht rein. Oder? Es kann doch nicht sein, dass ich da nicht rein kann. Hallo. Da war etwas höher. Alles klar, ich soll auf jeden Fall rein. Keine Ahnung. Aber den Sprung schaffe ich auch nicht. Da oben ist ein Herzteil. Das würde ich auch gerne haben. Was? Was ist das? Also ich hätte eine Idee, aber ob es klappt. Nee. Brauche ich wohl einen anderen Weg. Bomben! Hallo, mach du die Bombe? Hallo! Achso, WTF. Hä? Egal. Dann nimm nicht, du musst schon einen anderen Weg finden. Was gibt's denn sonst für Items? Also ich weiß gar nicht, wie soll man denn da vorbeikommen. Muss man die Bombe reinrollen, wenn er noch. Nicht Feuerspalt. Boah, ist doch das ziemlich früh schon. Aber die rollen auch ziemlich weit, also ich denke, dass es geht. Immer gut zielt. Ich probiere es ja besser aus, nur mein Kofferradkabel triggert mich mal wieder, weil es einfach im Weg rumhängt. Ja, auf jeden Fall sollte das klappen. Also diese Kurve, die da angezeigt wird, das geht auch irgendwie nicht. Aber jetzt habe ich es, glaube ich. Der Arme. Obwohl, doch nicht der Arme. Aber es sah schon ziemlich süß aus, muss ich sagen. Es sah ein bisschen aus wie ein Sora. Aber krabbel doch. Ach so. Oder komme ich jetzt ans Herzteil? Ziemlich nice. Oh no. Oh no, er konnte schon andere rufen. Aber hat ihm nichts gebracht. Da kann ich hoch. Den kann ich nicht. Aha. Die Armen. Aber die droppen auch nichts. Das ist nicht so Shadow. Vielleicht haben die irgendwas. Also Rubine. Aber ich glaube, ich komme jetzt sowieso zum Herzteil. Oh no. Ja. Ich hab einen.
Ein Elden Skarabäus. Dieser Insekt liebt alles, was stinkt und rollt es in sein Nest. Sieht dabei ziemlich hintig aus. Okay. Und direkt den zweiten. So schwer war es doch nicht zu fangen. Die droppen auch nichts mehr, die ganzen Schleime. Was ist das? Ah, kann man nur durchkriechen. Ah, roll. Oh ja, rot oder so. Warte mal. Ja, rollen, glaube ich. Ja. Alles klar, das Herzchen müsste nicht mehr weit sein. Nice. Alles klar. Ziemlich cool. Also bisher gefällt es mir hier echt gut. Das ist ein Haus, habe ich gar nicht gesehen. Kann man auch nur sitzen bisher. Was ist da oben? Nichts, okay. Vielleicht war ich da oben ja auch schon. Alles sein. Oh lol! Oh! Ah! Sie sind hier, sie sind hier! Oh, du bist gar kein roter Kerl. Musst du dich so anschleichen? Entschuldigung, aber in letzter Zeit reiben sich in unserem Revier ganz schön viele Monster herum. Ich weiß. Ich bin durch das Loch da hinten hergekommen, aber der Weg da hinten ist jetzt durch die Lava versperrt. Aber sowas ist kein Problem für uns. Wir graben uns einfach darunter durch. Clever, was? Das Loch, da könnte man die Lava auch abfließen lassen. Aber das ist mir zu gefährlich. Ich hab eine Idee. Wow. Okay. Aber man kann dann lang rollen, weil da hinten sieht man ja schon, sind auch noch so Spuren quasi. Und es klappt, nice. Alles klar, muss ich jetzt aufpassen, oder? Nee. Okay, nice. Dann können wir jetzt da rein in der nächsten Folge. Schnell hier rüber. Oh, das war knapp. Soll ich da kurz hochschauen? Da brauche ich eine Bombe. Aber ich sehe keine gerade. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder. Da werden wir dann hier reingehen. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Aber ich schätze mal, dass dort der Weg zum zweiten Dungeon sein wird. Also zum nächsten Mal und ciao.